Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Heute bin ich wieder auf Reportereinsatz nach Bad Säckingen. Soeben erhielt ich aus der Community eine Mitteilung. Ich selber war gerade in Todtmoos. Blaulicht, Rettungswagen, vermutlich ein Unfall. Und wenn wir schon unterwegs sind, fahren wir mal weiter. Los geht's nach dem Intro. Ja, tragische Szenen haben sich in Bad Säcking an der McDonalds-Kreuzung ereignet. Wieder die McDonalds-Kreuzung. Und aus bisher ungeklärter Ursache. Aber vermutlich war auch Alkohol im Spiel, denn ich bin zwar kurzsichtig, aber weithörig. Ich habe mitbekommen, dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Ein Opel-Fahrer, der ist praktisch aus Schwörstadt herkommt, wollte rechts abbiegen, wahrscheinlich zurück in die Heimat, in die Schweiz, aber hat die Kurve nicht so richtig gepackt. Er hat dann zwei Verkehrsinseln mitgenommen, ist dann bei McDonalds an der Ecke noch über die Bürgersteigkante drüber und hat sogar die Schallschutzwand durchbrochen. Er hat eine ziemliche Wucht drauf gehabt. Da war ja es war ein Spielzeughaus gestanden mit Rutsche und allem drum und dran. Das hat er komplett umgefahren. Ein Sonnenschirm und Spielzeughaus im Sonnenschirm ist dann auf der gegenüberliegenden Seite noch auf die Schallschutzwand, die aus Glas ist, draufgefallen. Die ist dadurch komplett in mehrere tausend Stücke zersplittert. Ich hatte mit dem Geschäftsführer auch noch Kontakt gehabt, also er konnte es auch nicht fassen. Er hat auch gar nichts mitbekommen und nichts gehört, aber das muss ja eigentlich einen richtigen Schlag getan haben. Wie es dem Fahrer geht, weiß ich aktuell nicht. Es waren zwei Rettungswagen vor Ort, ein Notarztwagen, die Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen und sechs Einsatzkräften sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen waren auch vor Ort. Ja, sind wir mal gespannt, was da genau rauskommt. Ein komplettes Nachrichtenvideo mit dem gesamten Pressetext folgt. Wenn Ihnen meine Nachrichtenvideos gefallen, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Dann werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neuer Beitrag oder Livestream online geht. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.